Ich mache jetzt schon mal eine Ansage, die ich sicherlich nachher auch noch mal wiederholen werde. Ich bin einer von denen, die sich darum bemühen, Mitte Juni ein dreitägiges RWE-Tribunal in Lützerath auf die Beine zu stellen, in einem Zirkuszelt. Das geht vom Freitag, hilf mir mal gerade mit dem Datum, 18. bis 20. Juni. Und dort soll nach dem Vorbild etwa von dem BlackRock-Tribunal oder vom Bankentribunal oder auch dem Russell-Tribunal etwas stattfinden, was sich gliedert in eine Anklage und gliedert dann in Zeugenvernehmungen, Sachverständige. Und am Ende soll eine Jury dann auf der Grundlage des Gehörten ein Urteil treffen. Da geht es jetzt nicht um ein Strafmaß festzusetzen, sondern mal festzuhalten, dass diese Leute Schuld haben. Und dann kann man sich noch mal genauer überlegen. Es ist ja kein richtiges justiziables Urteil, aber es ist etwas, was Verantwortlichkeiten benennen soll und kann. Und dafür brauchen wir Leute. Wer Interesse hat, daran mitzumachen, beispielsweise als Zeuge etwas zu berichten hat über die Vertreibung aus den Dörfern oder zur Zerstörung im Hambacher Wald oder zu anderen Schweinereien, die RWE verbrochen hat, zur Gesundheitsbeeinträchtigung durch das, was in die Luft geblasen wird. Solche Dinge, die Lautstärke im Hambacher Wald fällt mir ein, die da nächtens von der Polizei gemacht wurde. Alles Dinge, die, sagen wir mal, Traumata auslösen können. Der sollte sich melden und seine Mitarbeit dabei anbieten. Wir sind auf solche Leute, die mitarbeiten, angewiesen. Und es geht auch darum, eine Jury zu besetzen von Leuten, die dieses, was hier so passiert, rund von RWE, seit Jahren beobachten, einordnen wollen, können, Empörung in sich drin haben und sich dann nochmal die Details schildern lassen wollen von Zeugen und Sachverständigen, dann auch bereit sind, dazu über ein Urteil zu beraten. Und das soll dann am Sonntagmittag verkündet werden. Wer da Interesse dran hat, sollte sich bei mir melden, jetzt hier. Oder ich hoffe mal, dass noch andere aus dem Tribunal kommen. Dann kann das etwas mehr auf die Schultern verteilt werden. Ulla ist beispielsweise hier, die hier am Fotoapparat sitzt. Wäre sicherlich auch dafür ansprechbar, dass man sich dann notiert, zumindest die Kontaktadresse, um dann in Kontakt treten zu können für die konkrete Vorbereitung. Also ich würde mich freuen, wenn wir da nicht alleine bleiben, sondern ein überzeugendes Tribunal veranstalten können und auch zu einem überzeugenden Urteil kommen. Danke.